Mit der generativen Füllmethode von Photoshop kann man Bilder ganz einfach mit Prompt-Befehlen verändern. Ein sehr beliebtes Motiv sind aktuell CD-Covers, diese in neuen Glanz zu erstrahlen zu erlassen. Man kann hier zum Beispiel ganz einfach Personen ausblenden, Personen durch andere ersetzen, man kann neue Elemente hinzufügen, aber man kann auch alles, was außerhalb des Bildes ist, generieren lassen. Wie zum Beispiel hier dieser Bereich und selbst diesen noch weiter verändern. Das Ganze ist noch in der Beta-Version, man kann es aber ganz einfach installieren in der Creative Cloud, wenn man auf Applikationen geht und hier Photoshop Beta aktualisiert und öffnet. In Photoshop kann man sich dann unter Fenster ganz unten die kontextbezogene Taskleiste einfügen. Beginnen wir damit, dass wir Paul McCartney aus dem Bild entfernen. Dazu wähle ich einfach mal links das Lasso-Werkzeug und ziehe eine Auswahl um die Person herum. Wichtig ist hier, dass wir auch den Schatten mitnehmen, weil alles, was in der Selektierung ist, dann durch ein anderes Bild ersetzt wird. Nachdem die Selektierung erfüllt ist, können wir auf generative Füllung gehen. Wir können hier zum Beispiel gar keinen Text einfüllen. Dann wird die Person einfach direkt entfernt, nachdem wir auf Generieren klicken. Wir sehen, die Person ist wirklich verschwunden. Man kann fast nichts erkennen. Hier rechts wurde eine neue Ebene erstellt, ebenfalls mit Maske, die wir noch bearbeiten könnten. Und oben bekommen wir verschiedene Variationen, was in diesem Fall eigentlich fast immer dasselbe Ergebnis ist. Wir können aber nicht nur eine Person verschwinden lassen, sondern sie auch durch eine andere ersetzen lassen. Dazu markiere ich hier daneben Ringo Starr. Ich sage hier bei generierter Füllung, ich möchte eine gehende Frau. Und klicke auf Generieren. Nun haben wir hier zum Beispiel drei verschiedene Motive zur Auswahl. Wenn wir noch nicht zufrieden sind, können wir hier darüber bei der Abfrage erneut auf Generieren gehen. Wir haben jetzt schon 6 verschiedene Motive zur Auswahl. Hier dieses Motiv passt am besten, kann ich wählen. Das Ganze hat sehr gut funktioniert, sogar ein Schatten wurde erstellt. Wir können aber auch so einfach Elemente hinzufügen. Zum Beispiel möchten wir hier, dass George Harrison ein Schwert in der Hand hält. Dazu nehmen wir wieder das Lasso-Werkzeug, schauen, dass wir seine Hand auswählen und dann, wo ungefähr das Schwert sein soll, und können bei generativer Füllung Word eingeben. Auch hier bekommen wir verschiedene Motive zur Auswahl. Mir, dass das zweite Schwert am besten passen würde. Ist aber noch nicht alles. Wir können auch das komplette Bild herum noch vergrößern und verändern. Dazu wähle ich hier links bei den Werkzeugen das Freistellungswerkzeug und ziehe das Bild einfach an allen 4 Seiten etwas auseinander. Mit OK kann jetzt mit dem Auswahl-Rechteck-Werkzeug hier mal das Bild selektieren. Ich möchte aber nicht jetzt diese Selektion ändern, sondern die außen herum. Deswegen kann ich darunter auf Auswahl umkehren gehen. Jetzt ist der Bereich außen selektiert. Und wenn ich auf generative Füllung gehe und zum Beispiel nichts eingebe, dann wird das Ganze generiert. Schon wurde uns automatisch die Landschaft herum erstellt. Hier können wir verschiedene wählen. Der dritte hier passt sehr gut. Und selbst diese Bereiche können wir noch verändern. Zum Beispiel können wir hier sagen, wir möchten vorne ein Loch in der Straße haben. Mit dem Lasso selektieren wir das Ganze und sagen Pool in the Street. Generieren. Schon wurden wir verschiedene Vorschläge gemacht für Löcher im Boden.
Als Übungsbeispiel sucht ihr euch am besten euer Lieblingscover raus. Für mich ist das der Slim Shady LP von Eminem. Und hier habe ich das Cover noch erweitert um viele einzelne Elemente. Zum Beispiel steht hier rechts ein Schiff, links das Bild ebenfalls erweitert worden, nach oben der Himmel und nach unten die Straße. Das Auto wollte ich etwas ausbessern, dass es nach einem Unfall ausschaut, wo es auch Flammen gibt, das Ganze brennt. Zusätzlich habe ich den kleinen Mond entfernt und stattdessen einen größeren hinzugefügt. Und so kann man aus einem bekannten Cover ein bekanntes Cover ganz neu erscheinen lassen. Im Netz findet man auch schon sehr schön generierte Bilder, wie zum Beispiel diese Version vom Beatles-Album oder dies vom Nirvana-Album. Hier haben wir eine Variante von Metallica Master of Puppets und hier zum Beispiel von The Clash. Falls das Tutorial für dich hilfreich war, würde ich mich um ein Like freuen. In der Playlist findet man noch weitere dieser Übungen und hier kommen auch jeden Mittwoch neue Aufgaben hinzu. Das heißt, wenn du keinen davon versäumen willst, kannst du gerne den Kanal kostenlos abonnieren.